Aber zuerst zeigen wir Ihnen, wer hier hinter den Kulissen so alles wirbelt, damit das Publikum sich ordentlich amüsiert. Noch ein paar Tage bis zum Showdown der Western-Revue, doch heute muss eine andere Premiere über die Bühne gehen. Dass alles rund läuft, dafür sorgt die gute Seele des Hauses. Mein Name ist Marlene und ich bin die Hausdame der Bar Jeder Vernunft. Der Job einer Hausdame ist eigentlich ein ganz moderner. Es klingt ein bisschen nach Handtücherwechsel im Hotel. Es hat in unserem Falle eigentlich mit klassischem Veranstaltungsmanagement zu tun, mit dem kleinen Extra, dass ich eben nicht ausschließlich hinter den Kulissen wirke, sondern ich die Aufgabe und auch das große Vergnügen habe, allabendlich dem Gast selber zu begegnen. Die Künstlergarderobe, ein ausrangierter Zirkuswagen. Hallo, kommt rein. Sven Ratzke ist ein international gefeierter Entertainer. In der Bar Jeder Vernunft ein alter Bekannter. Ich komme noch mal kurz vorher, time dich dann noch mal gleich und... Und du machst heute eine Ansage, oder? Genau, ich sage oh, super. Muss ich irgendwas wissen, was zu beachten? Nein, du machst das doch immer. Du hast Familie drin heute, richtig? Ja, meine Mutter kommt. Ah, oh, schön. Ist nicht Gitta Henning. Ist nicht Gitta Henning, okay. Brauchst du... was Spirituelles, noch ein kleines Säckchen vorher oder bist du irgendwie nein. Fallen? Nein. Toi, toi. Danke. Bis später. Bis später. Um 18.30 Uhr beginnt der Einlass. Mit ihren 1,90 hat Marlene immer den Überblick. Soll ich mich mal hinter zu euch runterstellen? Weil wenn ich hier stehe und ihr zu mir raufguckt, dann sieht es aus, als würde ich euch Vokabeln abfragen. Unsere Platzierungsliste ist ready. Wir sind, wie es sich für eine gute Premiere gehört, nicht nur ausverkauft, sondern überbucht. Das heißt, wir werden ein bisschen mit dem Ankommen der Gäste Tetris machen und wir gucken dann, dass das alles passt. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das rocken werden. Inzwischen ist es 19:30 Uhr. Kurz vor Showbeginn werden noch schnell die letzten Teller serviert. Je später der Abend, desto schillernder die Gäste. Marlene kennt sie alle und nimmt sie unter die Fittiche. Heute braucht Gitta Henning ihre Unterstützung. Ja, ich warte auf jemanden, der auch in Last Minute kommt. Ich hoffe, wir schaffen das. Den habe ich noch nicht gesehen. Hast du den schon gesehen? Nein, ist Ingo schon da? Ich dachte, er kommt mit dir. Aber doch, nein, er kommt Schatz. Auch. Hi, grüß dich. Während Sven Ratzke das letzte Puderstäubchen auflegt, um gleich seine David Bowie-Hommage zu präsentieren, darf Gitta Henning durchatmen. Ich bringe Ingo rein, ich weiß ja, wer er ist. Marlene Deluxe findet schnell einen passenden Platz für die Sängerin in der Loge neben den anderen prominenten Sven Ratzke-Fans. Dann kann die Show beginnen, die heute im Spiegelzelt Weltpremiere feiert. David Bowie und Berlin, das passt einfach zusammen. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most. Auch dafür sorgt Marlene, Blumen für die Künstler. Dankeschön. Ah, meine sehr verehrten Damen, wie schön, um wieder hier in der wunderschönen Bar Jeder Vernunft zu sein. Meine Fresse, mit dem dreckigen Dach auf dem Parkdach. Und alle sind gekommen, auch in der Ecke sitzen sie hinter der Säule und werden sich nachher im Gästebuch beschweren. Ich hab ja gar nichts gesehen, nur Arschbacke, ja! Wenn das Publikum sich amüsiert, dann weiß Marlene, dass sich ihr Einsatz gelohnt hat, auch wenn die Füße wehtun. Ich meine, das ist ja mein Arbeitsschuh sozusagen. Das ist von Orthopäden nicht unbedingt empfohlen, aber es ist ein gewohntes und sehr vertrautes Unwohlsein nach so einem Abend. Also ich finde, ein ordentlicher Schuh gehört einfach zum Abend und in Sneakers kann man das, glaube ich, auch nicht so schön machen. Yeah.